Hallo euch allen, da sind wir dabei, Madden NFL 19. Wir sind zurück in den Ultimate Legends. Wir haben die vierte Challenge der, jetzt kommt's wieder, Green Allstate Young and Winslow Ultimate Legends Week 2 Serie zu spielen. Längste Challenge-Name aller Zeiten, ich kann es nur wiederholen. Kellen Winslow von den Los Angeles Chargers. Winslow played with the Chargers for a nine-season career. He finished his career with 541 receptions, 6741 yards and 45 touchdowns. He was selected to the Pro Bowl 5 times and named first time All Pro 3 separate times. Ein ganz großer, den leider auch in den 70er Jahren so der ganz große Durchbruch verwehrt blieb, weil die Chargers zwar damals einen Dan Fouts als Quarterback hatten, der ja auch das NFL-Quarterback-Spiel revolutioniert hat mit seiner Art und Weise, aber sie hatten halt das Problem in den 70ern, da war die ganz, ganz große Zeit der Pittsburgh Steelers, der Dallas Cowboys, der Oakland Raiders und an denen kamen die Chargers halt nicht dran vorbei. Ja, später dann, da fallen mir dann, ja, die Broncos, das war später, die haben sich dann später die Klatsche geholt. Dann wurde auch der Marino später, dann Anfang der 80er kam er in die Liga. Ja, und so ist das Zeitfenster für die Colts immer enger geworden. Und sie konnten halt den ganz großen Wurf nicht landen. Ich denke, da erkennt man so ein kleines bisschen auch die heutigen Chargers leider Gottes wieder. Der Vorspann. Keyshawn Johnson, Everson Walls, Eddie George, Cal Winslow, Keenan Allen, Casey Hayward, natürlich angeführt von dem großen Philip Rivers, dem großen alten Mann der San Diego bzw. Los Angeles Chargers, ja mittlerweile, wie sie heißen, über dessen Umzug er nicht besonders glücklich gewesen sein soll. Da seine Familie hat, glaube ich, hier acht oder neun Kinder, ich glaube, das neunte ist gerade unterwegs. Denen dann so einen Umzug zuzumuten, das ist was anderes, als wenn man selber mit nur eventuell mit seiner Partnerin umziehen muss. Wenn da aber acht oder neun Kinder, die alle verwurzelt sind, rausgerissen werden, ist das schon eine echt üble Geschichte. So, aber kommen wir jetzt zum Football. Wir haben einen Touchback, wir haben einen ersten Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. Ich werde gleich mal versuchen, Philip Rivers unter Druck zu setzen. Erster Versuch und 10. Laufspiel bis an die 29-Yard-Linie. Es ist ein zweiter Versuch und 6 für Los Angeles. Wir blitzen mit beiden Safeties. Den Safety Blitz haben wir also als Blitz ausgewählt. Zweiter Versuch und 6. Boah, das war ein vollständiger Pass. Der war auf Grasnarbenhöhe geworfen, aber Allen kann die Reception machen für minus ein Yard. Dö, dö. So, jetzt haben wir einen dritten und 7. Wir nehmen den Under Smoke Blitz. Der Ball ist an der 28-Yard-Linie der Chargers. Der Ball ist vollständig und das ist ein First Down. Stark gespielt. Die Chargers schaffen also die erste brenzliche Situation, indem sie ein neues First Down erzielen. Der Ball ist jetzt an der 37-Yard-Linie und 3 neue erste Versuche, beziehungsweise 4 sind es ja sogar für die Chargers. Laufspiel, aber diesmal gut gestoppt. Safety Heat kommt durch, macht den Tackle. Zweiter Versuch und 8. Oh, das ist ein Screen. Oh nein. Da habe ich mich aber gerade mal übel verarschen lassen mit einer Körpertäuschung. Jeff Heath. Oh weia.
Das sieht aber gar nicht gut aus. Melvin Gordon trägt den Ball bis in die Red Zone an die 12-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 hier jetzt für Los Angeles. Laufspiel. Oh mein Gott. Da sahen wir aber mal richtig alt aus bei den letzten beiden Spielzügen. Melvin Gordon und die Chargers gehen in Führung. Haben 3 Minuten von der Uhr genommen. Also mit dem Drive alles richtig gemacht. Der PET ist auch gut. Und Los Angeles führt, mir geht immer noch San Diego über die Lippen. Los Angeles führt mit 7:0. So, wir retournieren über die linke Seite. Sanders nimmt den Ball auf in der eigenen Endzone. Täuscht kurz rechts an. Schöner Spin-Move. Ich glaube, meine Offense bleibt sitzen, denn das ist ein Kick-Off-Return-Touchdown durch Deion Sanders. Wofür die Chargers 3 Minuten gebraucht haben, brauchen wir gerade mal 12 Sekunden. Und Deion Sanders ist in der Endzone. Der PET ist auch gut und es steht unentschieden. 7:7, ohne dass meine Offense bis dato auch nur eine Sekunde auf dem Feld gewesen ist. Der Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone. Kein Return, wieder ein Touchback an der 25-Yard-Linie. Kommt Philip Rivers und die Offense der Los Angeles Chargers wieder aufs Feld. Wir blitzen mit dem Zero Blitz. Erster und 10. Schöner Pass von Rivers. Ich habe etwas Tackling-Probleme, oder? Ja, Phil Rivers ist 4 von 4. Lässt sich mitarbeiten. Und mein Quarterback hat noch nicht einen Snap genommen. Zweiter Versuch und 1. Das ist die nächste Completion. Aber auch die O-Line der Chargers spielt sehr, sehr gut. Ich kann nicht den gewohnten Druck auf den Quarterback aufbauen, wie es mir sonst in anderen Spielen eigentlich immer gelungen ist. Jetzt kommt der Abpfiff. Das heißt, das erste Quarter ist vorbei, steht unentschieden. 7:7 und San Diego hat den Ball kurz vor der Mittellinie an der 47-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Oh, das sah nach einem False Start aus. In der O-Line. So ist es. 5 Yards obendrauf. Heißt, wir haben einen ersten und 10. Und 15, Entschuldigung. Wir blitzen über die Linebacker. Über den Middle Linebacker, Michael Blitz. Wow, da kommt Clayton Fandash durch. Ungeblockt. Und jetzt haben wir eins für 13, nein, Entschuldigung, für 8 Yards. Der Ball war ja, das war ja ein erster und 15. Jetzt ist es aber ein zweiter und 23 für die Chargers. Jetzt müssen sie sich was einfallen lassen. Ich ziehe wieder beide Safeties nach vorne. Es gibt einen Lauf, aber den kann Xavier Woods, mein Free Safety, unterbinden im Backfield. 2 Yards Raumverlust bedeutet, wir haben einen dritten und 25. Das sieht nicht gut aus für die Chargers. Also 25 Yards ist eine echte Nummer. Die Marcus Ware kommt durch. Ich bin schon wieder auf den Running Back reingefallen. Vierter Versuch und 35 von der eigenen 22-Yard-Linie. Das nenne ich mal einen echt beschissenen Drive. So, der Kick geht bis an die 31-Yard-Linie und Sanders mit dem Return. Macht sich auf dem Weg. Wir haben eben einen Kick-Off-Return, das ist nicht zu glauben. Und das ist ein Punt-Return-Touchdown. Der Deion Sanders erledigt die Chargers hier quasi im Alleingang. Der Kick ist unterwegs. Und es steht sage und schreibe 14:7.
ohne dass meine Offense, wie gesagt, auch nur einen Fuß aufs Feld gesetzt hat. Kick ist unterwegs, geht bis in die Endzone, wird aber diesmal herausgetragen. Wir sehen also einen Return und gar kein schlechter. Bis an die 26 Yard, jetzt haben sie ein Yard Raumgewinn gemacht, aber mein Gott. Da war zumindest mal die Chance auch, dass man eine Lücke auf der linken Seite hätte finden können, nachdem das erste Tackle erfolgreich abgeschüttelt wurde. So, erster und 10, wir haben noch 11 Sekunden zu spielen bis zum 2-Minute Warning. Und Sean Lee begrüßt erstmal freudig Philip Rivers zu dieser Veranstaltung. Wir haben einen zweiten Versuch, 19, der Ball ist an der 18-Yard-Linie. 2-Minute Warning. Da hat Rivers den Ball weggeworfen. Da hat er genau gesehen, wenn ich den noch länger halte, dann schlägt es wieder übel ein. Und da, ich glaube, von hinten kam Sanders, von vorne die Marcus Lawrence, in der Mitte stand der arme Philip Rivers. Dritter und 19. Ball an der eigenen 18-Yard-Linie. Laufspiel. Gestoppt an der 20-Yard-Linie. Die Los Angeles Chargers müssen schon wieder sich per Punt vom Ballbesitz verabschieden. Und da hinten steht ein Deion Sanders und wartet. Nimmt den Ball auf an der eigenen 34-Yard-Linie und orientiert sich wieder rüber auf die Seite. Nein, das gibt es nicht. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist der nächste, der zweite Punt-Return-Touchdown durch Deion Sanders. Steht 21-7. Ohne dass ich auch nur einen Snap in der Offense gemacht habe. Also das ist ein Highlight. Meine Güte. 1 Minute und 6 Sekunden sind noch zu spielen. Die Chargers haben bestimmt die bärenstarkste Defense aller Zeiten, die auch nur nicht aufs Feld kommt, weil die Special Teams so eine Katastrophe spielen. Der Ball geht bis in die Endzone. Wir sehen keinen Return, wir sehen einen weiteren Touchback. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Zero Blitz. Vollständiger Pass. Wow, der war gut. Guter Move. Erstes Timeout genommen von Los Angeles. Wir gehen in eine Cover 3 Sky Defense hinein. Ist noch kein neuer First Down gewesen. Es fehlen noch ein paar Zentimeter, also Second and Inches. Vollständiger Pass. Das hat nicht gereicht, weil der Receiver aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage war, einmal kurz einen Schritt nach vorne zu begehen, sondern hat sich umgedreht, ob er sich da irgendwie eine Lücke erspielen wollte. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ging es komplett schief. Vollständiger Pass, schöner Tackle von Jeff Heath. Das hat aber, glaube ich, gereicht für ein neues First Down. So ist es. Overstorm Rave ist der Blitz, den wir jetzt spielen. Eine Auszeit hat Los Angeles noch. Wieder ist Jeff Heath da, macht den Tackle ganz souverän, ganz sicher. Ich bin jetzt einmal in eine Cover 6. Ich möchte nicht dreimal den gleichen Blitztyp spielen. Ich gehe das nachher wieder in die Hose und wir kassieren wieder einen Mörder-Touchdown. Und wir kassieren dem anderen eine Interception durch Walls. Perfekt. Ich glaube, damit hat Philip Rivers nicht gerechnet. Und dadurch, dass es jetzt noch zu keinem Punt kommt, sondern wir einen Turnover haben, kommt wirklich unsere Offense aufs Feld. Man glaubt es nicht, aber ja, wir haben eine. Nehmen wir den Slot Fade. Amai Cooper und Keyshawn Johnson sind meine Anspielstation. Ich schau mal, wie sich die Safeties verhalten. Dann gehen wir auf Amai Cooper, denn der ist da vorne Mutterseelen alleine. Erster Ballbesitz meiner Offense und direkt der Touchdown, weil der Safety nicht mit nach hinten gegangen ist. Ist Amai Cooper frei in 1 gegen 1 gegen Quarterback, der an der Line of Scrimmage positioniert ist. Das gewinnt Amai Cooper in
Boah, ich würde mal sagen, 8 von 10 Fällen. So, der Kickoff. Ist unterwegs, ist in der Luft, geht jetzt wieder in die Endzone. Kein Return, wieder ein Touchback. 17 Sekunden sind noch zu spielen in Halbzeit Nummer 1. Free Fire ist der Blitz, den wir jetzt angehen. Laufspiel, oh, und da ist eine Lücke. Da kommt gerade noch Leighton Vander Esch nach. Nein, das war Jeff Heath, Entschuldigung. Der hier den Tackle macht, Ball ist an der 45-Yard-Linie. 11 Sekunden bleibt Los Angeles noch Zeit. Oh, fast die Interception von Leighton Vander Esch. Zweiter Versuch und 20. 8 Sekunden sind es jetzt nur noch auf der Uhr. So, zweiter und 10. Vollständiger Pass. Ah, schöner Move. Ball ist jetzt über die Mittellinie an der 49-Yard-Linie. Los Angeles nimmt die letzte Auszeit. Es sind noch 3 Sekunden auf der Uhr, also es wird jetzt einen Hail Mary-Versuch geben von Philip Rivers, um noch in die Endzone zu kommen. Der Ball ist unterwegs und der war schwach geworfen. Und das ist die nächste Interception. Das ist mein Free Safety, Xavier Woods. Und mit dem Spaß endet Halbzeit Nummer 1. Wir können also direkt rübergehen ins zweite Quarter. Und ich glaube, mit Erschrecken haben die Chargers festgestellt, dass Deion Sanders wieder aufs Feld kommt. Nimmt den Ball auf in der eigenen Endzone, läuft wieder rüber auf die linke Seite. Ein, zwei schöne Spears, immer noch auf den Beinen. Wirft. Ich habe gerade gedacht, der kommt mal wieder da raus und läuft rüber auf die rechte Seite. Das wäre des Guten ein wenig zu viel gewesen. Erster und 10 an der 38-Yard-Linie. So, mit dem Slot-Fade haben wir eben den Touchdown erzielt. Wir nehmen die Flut. Ist mal ein bisschen konservativer. Obwohl ich auch hier schauen möchte, ob mein Slot-Receiver, also nicht der Slot, Entschuldigung, Amari Cooper auf der linken Seite, ob der frei ist. Wenn nicht, gehe ich über Sharp. Ja, wir gehen über Shannon Sharp und der hat den Ball, mein Tight End. Der Ball ist an der 37-Yard-Linie der Chargers. Erster Versuch und 10. So, wir sind an der 37, ich nehme den Play-Action-Bubble-Over. Ich werde mich auch hier wieder sehr auf Amari Cooper konzentrieren. Schau, was Sharp macht und auch was Owens macht, abhängig davon. Hier auch wieder, wie sich die beiden Safeties verhalten. Auf Amari Cooper. Oh, der ist außerhalb der Endzone. Oder hat er den? Er kann ihn nicht festhalten. Schöner Tackle. Das ist ein zweiter Versuch um 10. So, Halfback-Toss. Wir laufen über die Außen. Jetzt ruhig mal ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Wir führen mit 28-7. Können das Spiel also ganz geschmeidig angehen lassen. Hier in der zweiten Halbzeit. Oh, schöner Lauf von Eddie George. Schöne Blocks. Da tritt der mit dem Fuß über die Seiten aus Linie, damit ist der Spielzug beendet. Aber wir sind in der Red Zone an der 16-Yard-Linie und haben dort jetzt einen neuen ersten Versuch und 10. So, wir laufen mit Ezekiel Elliott über die linke Seite. Elliott kommt bis an die 6-Yard-Linie. Wir haben ein First and Goal. So, Owens und Johnson, meine Anspielstation. Cooper auf der rechten Seite. Ich glaube, ich denke, ich laufe selbst. Da waren alle Receiver relativ gut gedeckt. Da macht Prescott das Ding selber. Steht jetzt 34 zu 7. Wir haben noch den PET. Das sieht aber auch gut aus. Und jetzt steht es 35 zu 7 für die Cowboys.
2 Minuten und 9 Sekunden sind noch zu spielen im dritten Quarter. So, der Kick ist unterwegs, geht bis in die Endzone. Und wir sehen einen Return. Die Chargers interessieren sich für den Return und bringen den Ball immerhin bis an die 28-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Offense aus Los Angeles. Wir blitzen mit dem Linebacker, also Michael Blitz. Erster Versuch und 10. Wow, was für ein Hit von Ryan Shazier. Der nagelt Gordon hier in den Boden. Zweiter Versuch und 12. Ball an der 26-Yard-Linie. Oh, langer Ball von Rivers und der ist überworfen. Incomplete Pass. Jetzt haben wir einen dritten und 12. Wir machen den Zero Blitz. Das sieht nach keinem guten Start ins dritte Quarter aus für Los Angeles. Da habe ich mich gerade selbst aufs Maul gelegt, aber auch ein schwacher Pass hier von Philip Rivers. Und wir sehen den nächsten Punt der Chargers. Das Kerlchen, was da hinten steht, kennt ihr alle schon. Deion Sanders nimmt den Ball auf und retourniert ihn bis zur Mittellinie. Genau an der 50-Yard-Linie kommt unsere Offense wieder aufs Feld. 1:14 sind noch zu spielen hier in Quarter Nummer 3. Und wir laufen erstmal ein bisschen Halfback Slam. Geht also über die Mitte, über die linke Seite. Eddie George hat den Ball, hat da eine Lücke. Der Safety ignoriert Eddie George komplett. Mein Gott, sind die Chargers schwach aufgestellt. So, der PET. Ein bisschen vom Fuß gerutscht, aber gut. Und es steht 42 zu 7. Ball ist unterwegs, geht wieder bis in die Endzone. Touchback, erster Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. Erster und 10. Philip Rivers wirft und schon wieder überwirft er seinen Wide Receiver. Hat jetzt das zweite Mal hintereinander in einem Drive versucht, auf der linken Seite einen langen Pass anzubringen. Keine Chance, komplett überworfen und dann war auch immer noch mein Verteidiger in einer besseren Position, den Ball aus der Luft zu pflücken, als der Wide Receiver des eigenen Teams gewesen ist. Oh, Leighton Van Der Esch ist wahnsinnig schnell, macht hier den Tackle for Loss, dritter und 11. Wieder kommen sie. Oh, schön abgewehrt. Hätte sogar noch die Zeit gehabt, sich besser zu positionieren und gegebenenfalls eine Interception zu schaffen. Vierter und 11. Der Ball ist unterwegs. Geht bis an die 29. Sanders mit dem Return. Das kennt man ja schon. Nein, doch. Das ist der dritte Punt-Return-Touchdown in einem Spiel. Das ist Wahnsinn. Inklusive noch ein Kickoff-Return-Touchdown. Das heißt, 28 Punkte gehen auf das Konto von Deion Sanders und den Special Teams. So, also wichtig ist, wir sind nicht im Schlussviertel. Wir haben noch 12 Sekunden zu spielen, aber im dritten Quarter. Die Chargers könnten hier eine historische Niederlage kassieren. Wieder ein Touchback. Es geht weiter an der 25-Yard-Linie. 12 Sekunden noch auf der Uhr. Overload Blitz. Laufspiel durch die Mitte.
Zweiter Versuch und 6. Wir blitzen mit beiden Safeties. Aber jetzt tickert hier die Uhr schon langsam runter im dritten Quarter. Ich bin gespannt, ob die Chargers noch den Snap durchführen. Tun sie nicht. Es geht ins Schlussviertel. Die letzten 4 Minuten der Partie brechen also an. Wir blitzen wieder mit den beiden Linebackern, also auch mit dem Middle Linebacker. Zweiter Versuch und 6. Das ist ein vollständiger Pass. Sanders mit dem Tackle. Erster und 10 an der 38-Yard-Linie. Wir bleiben dabei, blitzen wieder mit den Linebackern. Vollständiger Pass, schöner Tackle. Ball ist an der 38-Yard-Linie, 2. und 10. Der Jeff Heat 7 Tackles. Er wird halt sehr, sehr oft angeworfen, weil er halt in der Secondary das schwächste Glied ist. 2. und 10. Vollständiger Pass. Oh, Versuch eines Hitsticks und der geht mal komplett in die Hose. Das war wieder Jeff Heat. Quasi überall zu finden. Kellen Winslow mit dem Catch. Der Ultimate Legend Player. Und wir haben einen neuen ersten Versuch und 10 an der 44-Yard-Linie, also die Mittellinie, haben die Chargers schon wieder überschritten. Da lag ich viel zu früh am Boden. Aber Gott sei Dank gibt es noch andere Jungs, auf die man sich da verlassen kann. Und wir haben einen zweiten und 20. Der Ball ist wieder hinter der Mittellinie, von mir aus gesehen, an der 46-Yard-Linie, haben wir einen zweiten Versuch und 20. Incomplete Pass. Dritter Versuch und 20. Schöner Pass, aber auch ein sehr schönes Tackling von Xavier Woods. Das war im griechisch-römischen Freistilringen. 4. und 14 und die Chargers müssen punten. 2 Minuten sind noch zu spielen. Wir sind schon mal 2-Minute-Warning. Das ging jetzt relativ zügig. Ich schicke mal meine Punt-Formation aufs Feld. Nicht, dass ich hier durch irgendeinen Trickspielzug überrascht werden soll. Das tun wir nicht. Der Ball ist unterwegs, geht an die 14. Die haben sie sich, glaube ich, mit Abstand haben sie ihn so gespielt, nur damit sie dir und Sanders wehtun können. 1. und 10 an der eigenen 19-Yard-Linie. Wir haben noch 1 Minute 53 zu spielen. Dann nehmen wir den 26-Duo, dass wir jetzt hier wirklich anfangen, auch die Zeit so ein bisschen runterlaufen zu lassen. Geht über Eddie George. Hat aber da keine wirkliche Lücke. Kommt ein Yard nach vorne, heißt ja meinen zweiten und 9. Wir laufen jetzt mal über die Außen, also einen Halfback-Stretch. Geht über die linke Seite. Und da hat Eddie George eine Lücke. Wird nicht zu Boden gebracht, ein Foot Race. Oh. Dann dreht sich Eddie George in die falsche Richtung. Ich werde blond. Ach, 1. und 10. Der war so dumm. Also der war wirklich unfassbar dumm. So, der Ball ist an der 27. 1 Minute 24 sind noch zu spielen. Jetzt lauf einfach durch die Mitte. Da kommt ein Blitz von der besagten linken Seite. Und Eddie George dreht sich da mal einfach aus dem blitzenden Safety raus. Kommt bis an die 9-Yard-Linie. Der Ball ist also wieder in der Red Zone der Chargers. Wir nehmen den Stick. 1. Versuch und Goal. An der 9-Yard-Linie. Amai Cooper, Shannon Sharp, meine Anspielstation. Das ist alles gut gedeckt. Dann laufen wir doch selbst und bringen den Ball bis an die 3-Yard-Linie. Second and goal. Ihr seid ja witzig. 2 Spielzüge zur Auswahl. Wir haben den Play Action Power O. Jarwin und Neil sind da meine Hauptanspielstation. Los geht's.
Oder aber wir laufen selber, da uns keiner angreift und sind in der Endzone. Das ist der nächste Touchdown für die Cowboys. 31 Sekunden vor dem Ende. Und hier steht es jetzt 56 zu 7. Meine Güte. So, der Kickoff ist jetzt unterwegs in der Luft. Wieder bis in die Endzone der Chargers. Wir sehen keinen Return, wir sehen ein Touchback. Also 31 Sekunden noch für Philip Rivers und die Los Angeles Chargers, um hier am Ergebnis noch ein bisschen Kosmetik zu drüppieren. So, wir blitzen mit dem Under Smoke Blitz bei dem 1. und 10. Drapieren heißt es. Oh, so wird ein Schuh draus. Wow, was für ein Ball von Rivers. Byron Jones kann da gerade noch das Schlimmste verhindern. Ja, mein ersten Versuch und 10 an der 31-Karte. Das war schon wieder so ein langsamer Lobball. Die Dinger, die hasse ich ja wie die Pest. So, die Chargers nehmen keine Auszeit. Nathan Fandash mit dem schönen Open 4-Tackle. Ball ist an der 30-Yard-Linie. Jetzt mit dem Linebacker 2. und 8. Oh, schaffen sie da noch einen Snap? Die letzten Sekunden tickern hier runter. Nein, das Spiel ist aus. Wir schlagen die Los Angeles Chargers 56 zu 7. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.